viel schneller und noch ein bisschen höher. Ja, grundsätzlich möchte ich sagen, dass ich ein sehr spontaner Mensch bin und da kam das Projekt natürlich super richtig und hat sich für mich von Anfang an eigentlich gut angefühlt und deshalb war ich froh, dass es noch ein paar spontane Menschen gab, damit wir das Projekt so schnell ins Leben rufen konnten, weil ansonsten dauert sowas immer Wochen und Monate, bevor man sowas machen kann und da hatte ich mega gute und spontane Partner auch. Leider kann ich nichts im Detail sagen, bevor ich auch was Falsches sage, sage ich lieber nichts, aber ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall alle, die es wünschen, gerne auf dem Laufenden halte und natürlich, sobald die Entscheidung steht, das verkünden werde. Und ja, in erster Linie freue ich mich natürlich erstmal, dass so eine Riesensumme zusammengekommen ist mit einem mega coolen Partner von mit ThyssenKrupp, die super mit mir zusammengearbeitet haben und von daher ist die Freude über das Projekt riesengroß. Bis jetzt ist es erstmal der vorläufige Höhepunkt und Abschluss, aber wie wir ja bewiesen haben, sind beide Parteien sehr spontan und deshalb möchte ich nicht ausschließen, dass vielleicht das eine oder andere zukünftig noch kommt. Nee, weil also für mich blieb es relativ klein tatsächlich. Ich habe das mitbekommen, alles drumherum, habe mich auch gefreut über den Erfolg und ja, dass ich da so ein bisschen mit der Initiator war, der das mit angestachelt hat, dass es jetzt tatsächlich losgeht und jetzt auch, dass so eine Summe zusammengekommt für einen guten Zweck tatsächlich, freut mich mega. Ich habe Dennis jetzt heute, das, was ich bisher von ihm erlebt habe, ihn als sehr bodenständigen Typ kennengelernt. Sehr sympathisch, mega offen, fragt auch nach, was man selber so macht. Das finde ich wirklich sehr sympathisch, wie er rüberkommt. Das kennt man ja auch aus seinen Interviews, seine Öffentlichkeitsdarstellung ist wirklich großartig. Klar, ich finde, er hat mega Humor, dass er jetzt die Sache auch durchzieht, auch macht mit den Selfies und jetzt diese Summe eben zusammengekommen ist. Ich finde es eigentlich tatsächlich die Diskrepanz gar nicht so extrem. Er weiß, glaube ich, wie man funktionieren muss im heutigen Fußballgeschäft, wie man auch funktionieren muss auf Social Media, sieht da die Vor- und Nachteile. Von daher, ich finde es relativ authentisch tatsächlich, wie er sich hier gibt. Abschließend, wie ging der Kick vorbei zwischen euch beiden aus? Hast du die Bude gemacht? Ja, wir haben Ball hochhalten gespielt, aber ich als ehemaliger Innenverteidiger in der Kreisliga konnte da natürlich... mehr als 5-6 Mal habe ich nicht mehr hingekriegt heute, wobei der Platz tatsächlich auch begrenzt ist. Aber klar, es ist Wahnsinn, der hat eine Flasche noch in der Hand und hält da den Ball hoch, wie er gerade Bock hat. Ist natürlich cool, das einfach mal aus direkter Nähe auch zu sehen. Ja. Nee, tatsächlich nicht. Muss Treppe laufen. Ja.